Nach dem plötzlichen Tod der Schauspielerin Christine Kaufmann sitzt der Schock um den Verlust noch tief. Dennoch muss es weitergehen und somit muss auch das Erbe bestimmt werden. Die beiden Töchter Alexandra und Allegra gelten als Alleinerben. Die Sterbeurkunde ist da und nun kann auch eine Aufstellung über das Vermögen Kaufmanns gemacht werden. Doch nun der nächste Schock. Es gibt kaum was zum Vererben. Laut der 50-jährigen Tochter hinterlässt Kaufmann keine Schulden, aber auch kein Vermögen. Das Haus auf Mallorca und das in Frankreich hat die Verstorbene bereits zu Lebzeiten verkauft. Doch die 50-jährige Allegra aus der Ehe mit dem Hollywood-Schauspieler Tony Curtis möchte in die Fußstapfen der Mutter treten. Sie übernimmt die Patente und Produkte aus der Kosmetiklinie ihrer Mutter und führt diese weiter. Ein deutscher Shoppingsender hat laut Allegra bereits angekündigt, mit ihr weiterarbeiten zu wollen, um das Vermächtnis der Mutter fortzuführen.